Sekunde. Die Fragen auf Drucksache 20-3620 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Ich rufe zunächst auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Zur Beantwortung steht bereit Frau parlamentarische Staatssekretärin Dr. Franziska Brandner. Ich warte noch einen ganz kleinen Moment, Frau Staatssekretärin. Ich rufe auf die Frage Nummer 1 des Abgeordneten Dr. Thomas Gebhardt, CDU-CSU-Fraktion, betreffend Maßnahmen zur Einhaltung der Klimaziele im Gebäude- und Verkehrssektor. Frau Staatssekretärin, Sie haben jetzt das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Kollege Gebhardt, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die Bundesregierung stimmt derzeit ein umfassendes Klimaschutz-Sofortprogramm ab und wird dieses schnellstmöglich beschließen. In die laufenden Abstimmungen fließen die für die Sektoren Verkehr und Gebäude vorgelegten Sofortprogramme gemäß § 8 Bundesklimaschutzgesetz mit ein. Herr Kollege Gebhardt, Sie wollen sicherlich nachfragen. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin. Ich hätte eine Nachfrage. Und zwar dieses Sofortprogramm, das das Verkehrsministerium vorgelegt hat, wurde ja vom Expertenrat für unzureichend erklärt. Es wurde erklärt, dass es nicht den Anforderungen des Klimaschutzgesetzes genügt. Und meine Frage ist jetzt, was wird die Bundesregierung beschließen? Ein neues Sofortprogramm oder dieses unzureichende Sofortprogramm? Wie geht es also konkret weiter? Konkret geht es so weiter, dass die Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung mit Hochdruck laufen und diese Abstimmungen aber noch nicht abgeschlossen sind. Herr Kollege Gebhardt, Sie haben noch eine weitere Nachfrage. Verstehe ich Sie also richtig, dass das Sofortprogramm, das das Verkehrsministerium vorgelegt hat und offensichtlich nicht den Anforderungen des Klimaschutzgesetzes genügt, nicht von der Bundesregierung in dieser Weise beschlossen werden wird? Dazu sagen, dass die Festlegung von Maßnahmen und auch die Ausgestaltung im Detail bis jetzt immer noch Gegenstand der bereits genannten Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung sind. Vielen Dank. Es gibt eine weitere Nachfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Staatssekretärin, mich würde interessieren oder beziehungsweise ich würde Sie bitten, noch mal aufzulisten, welche Maßnahmen die Bundesregierung bereits ergriffen hat im Bereich Klimaschutz. Insbesondere im Gebäudesektor sind ja schon sehr, sehr viele Dinge auch in den letzten Wochen und Monaten diskutiert und auch hier im Parlament auch beschlossen worden. Wenn Sie die noch einmal benennen können, damit wir so einen Überblick bekommen, was alles schon in dem Bereich insbesondere passiert ist. Nachfrage. Wie Sie wissen, sitzen wir seit Beginn dieser Legislaturperiode mit Hochdruck in vielen Bereichen an Klimaschutzmaßnahmen. Ein großes Paket, was ich gerne erwähnen möchte, ist die Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Das war ein großes Paket. Wir sind jetzt dabei, auch noch mal weitere bürokratische Hürden, Steuerhürden noch aus dem Weg zu räumen. Das ist, glaube ich, ein weiterer sehr wichtiger Punkt. Wir sind bei der Gebäudeeffizienz auch bei den Fördermaßnahmen dafür vorangekommen. Wir sitzen an Einsparmaßnahmen, wir sitzen an der Dekarbonisierung der Industrie und wir haben in vielen dieser Bereiche auch schon Gesetze auf den Weg gebracht. Aber Sie haben natürlich auch recht und der Herr Kollege Gebhardt auch. Wir sind gesetzlich verpflichtet, ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen. Und diese Bundesregierung hat auch vor, sich an die geltenden Gesetze zu halten. Und deswegen arbeiten wir hier mit Hochdruck dran, damit wir die Klimaziele, den Auftrag des Bundesverfassungsgerichts und unsere eigenen Gesetze einhalten können. Und alle Ministerien werden ihren Beitrag dazu leisten. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Damit komme ich zur Frage Nummer 2 des Abgeordneten Dr. Thomas Gebhardt betreffend Abschluss von Gas-Solidaritätsabkommen mit europäischen Nachbarstaaten. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Ja, Entwürfe zu solchen bilateralen Solidaritätsabkommen wurden durch unser Ministerium an Belgien, Luxemburg, Niederlande sowie Polen übersendet. Leider liegen uns bis dato noch keine inhaltlichen Rückmeldungen aus diesen Ländern vor.
Wir stehen aber zu textbasierten Verhandlungen zu den Entwürfen offen und sprechen dies auch regelmäßig mit den Partnerländern an. Gibt es eine Nachfrage, Herr Kollege Dr. Gebhardt? Vielen Dank für diese Antwort. Meine Nachfrage wäre, was irgendein Störgeräusch. Soll ich weitersprechen oder? Also da ich das momentan nicht abstellen kann, würde ich vorschlagen, Sie reden einfach weiter. Also meine Nachfrage wäre, was konkret unternehmen Sie denn, um diese wichtigen Abkommen doch noch hinzubekommen mit Blick auf den kommenden Winter? Wir alle wissen, wir bräuchten diese Abkommen und dass es schwierig sein würde, diese Abkommen mit den genannten Ländern abzuschließen. Das hatten Sie ja auch im Ausschuss schon dargelegt. Aber was konkret unternehmen Sie denn, um diese Abkommen doch noch hinzubekommen rechtzeitig? Noch mal klarzustellen, worum es bei diesen Abkommen geht. Da geht es ja darum, dass wir im Zweifel in Deutschland Gas enteignen müssten, um es den Nachbarländern zur Verfügung zu stellen. Und da in diesem Kontext wäre die Bundesregierung Deutschland auch verpflichtet, den enteigneten Unternehmen Entschädigung für das Gas und die ausgefallene Produktion zu zahlen. Wir fordern dafür dann auch eine Reziprozität, indem wir klarstellen, dass die Kosten dann auch gemeinsam eben reziprok gezahlt werden. Die genannten Staaten lehnen diese Reziprozität bis jetzt ab. Und deswegen ist es schwierig, dort eine Zwischenposition zu finden, da wir auf Grundlage unseres Grundgesetzes keine Beschränkung der Entschädigung vorsehen können und ein Verzicht auf Grundlage des Grundgesetzes nicht möglich ist. Herr Dr. Gebhardt, Sie haben die nächste Nachfrage. Noch die Nachfrage, und zwar finden denn derzeit oder sind Sie geplant, auch Gespräche auf Ebene der Regierungschefs statt, um solche Abkommen doch noch hinzubekommen, rechtzeitig vor dem kommenden Winter? Wir sind im konstanten Austausch mit unseren europäischen Partnern, aber ich würde gerne wiederholen, dass wir gerade keine Fortschritte dabei sehen oder erwarten, wenn wir nicht entscheiden, und das geht auf Grundlage unseres Grundgesetzes nicht, auf Entschädigung für geliefertes Gas zu verzichten oder wenn eben die Nachbarstaaten nicht bereit sind, von ihrer Einstellung wiederum abzurücken, keine finanzielle Entschädigung zu zahlen für das Gas, das sie erhalten werden. Vielen Dank. Eine Nachfrage des Kollegen Kleinwächter, AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe die Nachfrage, in welchem Umfang diese Enteignungen von Gas geplant sind. Jetzt ist wieder, heute etwas langsam die Anlage. Nein, das sind Sie natürlich nicht, sondern es ist die Frage, ob wir bilaterale Solidaritätsverträge mit unseren Nachbarländern machen. Mit Dänemark und Österreich sind diese abgeschlossen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Und wir hatten das Gleiche unseren Nachbarn Belgien, Luxemburg, Niederlande, Polen vorgeschlagen und stehen weiterhin für konstruktive Verhandlungen zur Verfügung. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage des Kollegen Jung. Angesprochen die Abkommen, die mit Österreich und Dänemark abgeschlossen wurden. Das war ja in der letzten Legislaturperiode, bevor die jetzige Energiekrise sich zugespitzt hat. Deshalb ist dazu meine Frage, inwieweit beabsichtigt ist, diese Verträge weiterzuentwickeln, um auch für diese akute Krise Antworten zu geben. Und ich möchte fragen, was ist mit Frankreich? Mit Frankreich haben wir den Aachener Vertrag, aber kein Solidaritätsabkommen. Da steht ja Lieferung von Gas von Frankreich an Deutschland im Raum. Wir vernehmen, es gibt Gespräche zwischen Scholz und Macron, aber kein Ergebnis, nicht einmal mit Frankreich. Die Regierung hat uns geschrieben, auch da sei ein Abschluss, ich zitiere, wenig erfolgsversprechend. Sie haben mit Recht auf die Verständigung zwischen Herrn Scholz und Präsident Macron hingewiesen. Diese hat am 5. September 2022 stattgefunden, indem man sich gegenseitig Solidarität in der aktuellen Energiekrise zugesichert hat.
Wir wissen, dass jetzt von Frankreich aus die Gasverbindungen nach Deutschland fertiggestellt werden. Sie wissen, es ging dort um Odorisierung, also die Frage, wie das Gas einen Geruch bekommt, damit es nicht gefährlich ist. Das waren technische Hürden, die jetzt aber ausgeräumt würden. Dafür fanden schon Testlieferungen in der Kalenderwoche 36 aus Frankreich nach Deutschland statt. Die sind gut verlaufen. Deswegen sind wir da zuversichtlich, dass das auch klappen wird. Und in gleicher Weise hat Deutschland sich gegenüber Frankreich auf Stromlieferungen verpflichtet. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Frage 3 des Abgeordneten Spahn. Geplante Verwendung der Mittel aus der EEG-Umlage. Sie wird schriftlich beantwortet, ebenso wie die Frage 4 des Kollegen Jens Spahn. Betreffen Konsequenzen aus den Aussagen von Sachverständigen zur Senkung der Strompreise durch eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke. Die Frage 5 des Abgeordneten Tobias Matthias Peterker betreffend Beibehaltung der Gasumlage trotz Verstaatlichung des Gaskonzerns Uniper SE und verfassungsrechtlicher Bedenken wird ebenfalls schriftlich beantwortet. Dann rufe ich auf die Frage Nummer 6 des Abgeordneten Stefan Brandner, AfD-Fraktion, Beteiligung von Vertretern der Energiekonzerne an der Erarbeitung der Gaspreisanpassungsverordnung. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Zu den Aussagen des von Ihnen zitierten Artikels liegen unserem Ministerium keine Informationen vor. Unser Ministerium hat zur Erarbeitung eines Verordnungsentwurfs nach § 26 des Gesetzes zur Sicherung der Energieversorgung über einen finanziellen Ausgleich durch eine saldierte Preisanpassung im Rahmen der üblichen Beteiligung von Stakeholdern und Verbänden auch Gespräche mit Energieunternehmen geführt. Dabei sind auch Vorschläge zu einzelnen Maßnahmen übermittelt und diskutiert worden. Herr Kollege Brandner, Sie haben das Recht zu einer weiteren Nachfrage. Ja, danke schön. Der Business Insider vom 29.08.2022 hat berichtet, an den rechtlichen Details der Verordnung, gemeint ist die Gasumlage, an den rechtlichen Teils der Verordnung tüftelten aber nicht nur die Beamten aus Wirtschafts- und Finanzministerium sowie Vertreter Unipers, sondern sogar die Bosse zweier großer Energiekonzerne persönlich mit. Jetzt mal meine Frage, inwiefern ist es üblich, dass später Begünstigte einer Gasumlage daran mitarbeiten, wie die formuliert wird? Und wenn Sie sagen, ja, Sie wissen das alles nicht, können Sie jetzt ausschließen, dass das so ist, wie der Business Insider berichtet, dass zwei Bosse von großen Energiekonzernen damit gearbeitet haben? Oder wissen Sie es einfach nicht? Oder ist Ihnen das schlicht wurscht, wer da mitarbeitet bei der Erarbeitung solcher Verordnungen? Das Schöne an einer Demokratie ist, dass vorgesehen ist, dass man im Erstellungsprozess Gespräche führt mit Stakeholdern und auch mit Verbänden. Das ist so, das machen wir bei allen Gesetzen so, da können Sie die Reihe hier aller Kolleginnen und Kollegen durchgehen, dass wir es immer versuchen, diejenigen, die davon betroffen sind, auch vorher in solche Prozesse zu involvieren, zu konsultieren. Und das haben wir bei dem Gesetz natürlich auch gemacht. Dankeschön. Sie haben eine weitere Nachfrage, ich sehe das, Herr Brandner. Ja, nun, ich habe ja nicht nach Stakeholdern gefragt, sondern ganz klar gefragt, waren Vertreter von Uniper daran beteiligt, um zwei Bosse persönlich von großen Energiekonzernen diese Verordnung zu machen? Aber Sie weichen da aus, aber Sie dementieren auch nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass es dann so war, dass da so ein bisschen eine Hand wäscht die andere, also dubiose Lobbyarbeit stattgefunden hat. Das hat ja die Gasumlageverordnung, ich nenne das mal so, nicht besser gemacht. Heute im Rechtsausschuss waren heftige Gefechte. Da hat sich also interessanterweise die Koalition dagegen gewehrt, einen Antrag der CDU zu unterstützen, die Gasumlage abzuschaffen. Sowohl das eine, aber Sie haben auch nicht gegen diesen Antrag gestimmt. Also da scheint ja die helle Konfusion zurzeit zu herrschen zwischen Herrn Habeck und dem Rest des Kabinetts möglicherweise. Deshalb mal meine Frage. Wir haben jetzt den 28.09. ungefähr 14.20 Uhr. Wie ist der Stand, was die Gasumlage angeht? Kommt die Gasumlage oder kommt die Gasumlage nicht? Auf was müssen sich die Bürger draußen ab dem 1.10. einstellen? Okay. Das ist etwas außerhalb Ihrer ursprünglichen Frage. Ich wollte gerade sagen, das ist etwas außerhalb der ursprünglichen Frage, aber ich werde auch Ihre Frage natürlich trotzdem beantworten, auch wenn sie eigentlich nicht mehr viel zu tun hat mit der ursprünglichen. Wie Sie wissen, arbeitet die Bundesregierung an einem Gesamtkonzept, das den Verbraucherinnen und Verbrauchern, aber auch den Unternehmen über diese Krise hilft, den Gasmarkt stabilisiert und die Versorgungssicherheit sicherstellt. Gut, dann gibt es eine weitere Nachfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bernhard Herrmann, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau
Staatssekretärin, es ist sinnvoll, zweifelsohne und notwendig, Fachsachverstand einzubeziehen bei der Erstellung solcher Vorlagen. Es gibt meiner Kenntnis nach, bitte korrigieren Sie mich, wenn das nicht so ist, keinen Anlass, dort über negative Folgen der Mitwirkung von fachlich Involvierten zu zweifeln oder zu erkennen. Und wie können Sie sich die Erstellung vorstellen, wenn wir nicht fachlichen Sachverstand auch aus Energieunternehmen einbezogen hätten? Wissen Sie, ich bin froh, dass wir in einer Demokratie leben, wo wir die Betroffenen und diejenigen, die Sachverstand haben, einbeziehen in Gesetzgebungsprozesse, was natürlich aber nicht gleichzusetzen ist mit einem, diese Akteure schreiben die Gesetze. Und das möchte ich hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen, dass Betroffene konsultiert werden, ihr Sachwissen auch einfließt und am Ende hier die Gesetze verabschiedet werden von Ihnen. Wir schlagen sie vor, sie gehen auch durch das Kabinett und das ist, wie eine Demokratie funktioniert, hier auch in diesem Falle. Danke. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage des Kollegen Pascal Meiser, Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich muss jetzt doch noch mal nachhaken an zwei Stellen. Erstens, wir haben ja seitdem damals unter dubiosen Umständen diese Verordnung, ich sag mal, geschrieben wurde, auch noch mal eine deutliche Veränderung in der Sachlage. Also eine der Hauptbegünstigten, Uniper, soll verstaatlicht werden. Und die Frage, die sich jetzt stellt, die Sie ja auch schon diskutiert haben, ist, ob diese Umlage finanzverfassungsrechtlich überhaupt zulässig ist noch. Und da würde mich die Frage, die Haltung der Bundesregierung doch interessieren. Und das Zweite ist, muss auch nochmal nachfragen, heißt das übersetzt, also Bezug nimmt auf Ihre letzte Antwort, dass zum 1. Oktober die Gasumlage kommt, trotz anderslautender Ankündigungen diverser Mitglieder der Bundesregierung und der Koalition? Ich möchte zuerst sehr deutlich zurückweisen, dass dieser Gesetzentwurf unter dubiosen Umständen zustande gekommen ist. Das entspricht nicht den Tatsachen, sondern es ist nach dem Verfahren, die vorgesehen sind, durchgeführt worden. Zu Ihrer Frage, was der Stand aktuell ist, kann ich Ihnen gerne wiederholen, dass wir in dieser Situation an einem Gesamtkonzept arbeiten, was uns über diesen Winter hilft, den Unternehmen, den Verbraucherinnen und Verbrauchern, was vor allen Dingen aber auch den Gasmarkt stabilisiert und gleichzeitig Versorgungssicherheit garantiert. Daran wird gerade mit Hochdruck gearbeitet. Dankeschön. Herr Kollege Korte, die Frau Staatssekretärin beantwortet die Frage so, wie sie verstanden hat, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wenn die Frage, die Antwort nicht, wenn sie sich nicht zufriedenstellt, müssen Sie damit innerlich selbst fertig werden. Aber als nächstes hat der Kollege Dr. Geppert das Wort. Frau Staatssekretärin, wir haben heute den 28. September. Können Sie denn ausschließen, dass die Gasumlage am 1. Oktober kommt? Herzlichen Dank für den Hinweis auf das heutige Datum. Ich kann Ihnen darauf antworten, dass wir an diesem Gesamtkonzept arbeiten und es, sobald es rechtssicher fertig ist, Sie im Bundestag bestimmt als Erstes darüber informiert werden und entsprechend die Verfahren laufen. Gut, das zumindest ist erfreulich, Frau Staatssekretärin, dass der Bundestag unterrichtet wird. Ich rufe jetzt auf Frage Nummer 7 des Abgeordneten Stefan Brandner betreffend Einschätzung der Bundesregierung zu Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen von Stromausfällen im kommenden Winter. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Es ist weiterhin sehr unwahrscheinlich, dass es zu Krisensituationen und Extremszenarien kommen wird. Die Bundesregierung hat und ergreift weiterhin alle notwendigen Maßnahmen, um die Versorgungssicherheit vollumfänglich zu gewährleisten. Und darauf weiterbauend kann ich die Spekulationen, an denen Sie sich offensichtlich beteiligen, nicht verifizieren. Und wir als Bundesregierung beteiligen uns generell nicht an Spekulationen. Herr Brandner, Sie haben das Recht für eine Nachfrage. Zumal ich auch nicht spekuliere. Also
Die Blackout-Diskussion ist ja nur ganz weit rausgeholt aus der Ecke übelster, dunkelster Verschwörungstheorien. Alle reden darüber, alle sollen sich darauf vorbereiten. Ich lese Ihnen mal vor. 80 Liter Getränke, 14 Kilogramm Getreide, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis, 16 Kilogramm Gemüse und Hülsenfrüchte, 10 Kilogramm Obst und Nüsse, 10,4 Kilogramm Milch und Milchprodukte, 6 Kilo Fleisch und Eier, 1,5 Kilo Fette und Öle und nach Bedarf Zucker, Honig, Mehl, Marmelade, Schokolade, Kakaopulver, fertig Geräte, Hartkekse, Salzstangen oder Ähnliches. Das schlag nicht ich vor. Das ist, soll der Notfallvorrat sein, laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Die haben einen Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln herausgebracht. Also alles das, was ich gerade vorgelesen habe, stammt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Und die sagen, Leute, das lagert doch mal bitte alles ein, um euch auf einen Blackout vorzubereiten. Meine Frage an Sie, wie sollen die Menschen, die heute kaum noch genug Geld haben, um einkaufen zu gehen, sich derartige umfassende Vorräte besorgen, bezahlen und wo sollen Sie die lagern? Ist schön, dass Sie das alles so ernst nehmen hier. Sie werden noch sehen, was dabei rauskommt. Das spiele ich dann sehr gerne auf YouTube wieder vor. Ja, ja. Darf ich darauf hinweisen, dass wir hier eine Fragestunde haben und keine Diskussionsstunde im Plenum. Also bei aller Wertschätzung, die Frau Staatssekretärin kann diese Frage jetzt beantworten. Das glaube ich nicht, aber ich bin... Herr Brandner, wenn Sie kein Interesse haben an Antworten und keine Erkenntnis gewinnen wollen, dann brauchen Sie auch keine Fragen zu stellen. Sie haben doch gerade gesagt, die Situation ist ernst. Dann lassen Sie diese Kommentare zu Ihrer Frage. Eine sichere Stromversorgung der Verbraucher hat für unsere Bundesregierung höchste Priorität. Und im Auftrag unseres Ministeriums haben deshalb die vier Übertragungsnetzbetreiber von Mitte Juli bis Anfang September 2022 in der zweiten Sonderanalyse die Sicherheit des Stromnetzes für diesen Winter unter verschärften äußeren Bedingungen untersucht. Die Analyse umfasst drei kritische Szenarien: kritisches Szenario plus, sehr kritisches Szenario und Extremszenario. Diese weisen deutlich von den Referenzszenarien aus den gesetzlich vorgeschriebenen Analysen zur Stromversorgungssicherheit von Ende April 2022 ab. Auch im Vergleich zum ersten Stresstest vom Mai 2022 wurden die Annahmen zur Kraftwerksverfügbarkeit und zu Brennstoffpreisen noch einmal deutlich verschärft und je nach Szenario hochskaliert. Damit liegen der Gesamtbewertung für die Stromversorgungssituation insgesamt 5 Szenarien zugrunde. Und auf Grundlage dessen haben wir jetzt schon wieder weitere Schritte in Angriff genommen. Herr Kollege Brandner, Sie haben das Recht noch für eine weitere Nachfrage. Leider die letzte. Jetzt haben Ihre Mitarbeiter Ihnen ja offenbar aufgeschrieben, dass flächendeckende, langanhaltende Stromausfälle mehr so im Bereich der Märchenwelt anzusiedeln sind. Ich vermute mal, das Aufschreiben geschah, bevor die beiden Gaspipelines in der Ostsee sabotiert wurden, angegriffen wurden, zerstört wurden. Also hat sich an der Einschätzung der Bundesregierung durch die Tatsache, dass sowohl Nord Stream 1 als auch Nord Stream 2 jetzt auf unabsehbare Zeit unbenutzbar sein werden, hat sich da irgendwas an der Einschätzung geändert, was an den Blackout, die Wahrscheinlichkeit eines flächendeckenden, langanhaltenden Stromausfalls angeht? Ja, aber wir verstromen das Gas. Das ist ein bisschen sehr blau, oder? Bevor Sie jetzt so allgemein wissen, also, noch mal ganz kurz. Solche blöden Zwischenrufe. Die Fragestunde sieht wie folgt aus. Ich erteile das Wort und ich bitte jetzt einfach darum, dass diese Zwischenbemerkungen aufhören. Sonst muss ich zu Ordnungsmaßnahmen greifen. Der Fragesteller stellt eine Frage, Frau Staatssekretärin antwortet jedes Mal. Das ist das Prozedere und das wollen wir bitte einhalten. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Zum Glück brauchten wir keinen Fragesteller Brandner, der uns auf die Idee gebracht hat, dass die Gaspipelines diesen Winter vielleicht nicht zur Verfügung stehen würden. Und deswegen ist dieses Szenario natürlich eingerechnet. Vielen Dank. Wir haben eine weitere Nachfrage. Nein. Ja, nein. Ja, die Fraktion der AfD hat zur Beantwortung der Bundesregierung auf die Frage Nummer 7 eine Aktuelle Stunde verlangt. Das entspricht Nummer 1b der Richtlinie für die Aktuelle Stunde.
Die Aussprache findet im Anschluss an die Fragestunde statt. Wir haben trotzdem zu dieser Frage noch eine weitere Nachfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Grünen, habe ich gesehen. Ja. Frau Staatssekretärin, teilen Sie die Einschätzung der Übertragungsnetzbetreiber, dass ein Blackout unwahrscheinlich ist in diesem Winter? Und teilen Sie die Einschätzung, dass die Änderungen zum NSIG, die heute Morgen im Ausschuss beschlossen wurden, einen weiteren Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten werden? Ja, danke für diese Frage. Sie haben absolut recht, darauf hinzuweisen, dass die im Stresstest empfohlenen Maßnahmen zum Teil bereits umgesetzt sind oder eben hier schon im Bundestag, ja auch im Rahmen des NSIG 3.0, diese Woche dann umgesetzt werden können. Damit tragen wir den Empfehlungen Rechnung. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch tun sollten. Und ich hoffe, dass wir das gemeinsam zügig diese Woche im Bundestag entsprechend auf den Weg bringen können. Dankeschön. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage des fraktionslosen Abgeordneten Ulrich. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Huber ist mein Name. Ja. Vielen Dank auch, Frau Staatssekretärin, dass Sie versuchen, die Fragen zu beantworten. Ich möchte hier noch mal nachfragen. Sie haben die Stresstests angesprochen, die drei Szenarien Plus, Plus, Plus und 3 Plus. Habe ich auch angesehen und in keinem der Szenarien gab es den Fall, dass wir im Winter nicht doch auch Stunden in Deutschland haben, wo wir nicht genügend Strom haben. Das heißt, wir haben zu wenig Strom, unabhängig von der Netzstabilität. Und da ist meine Frage, unabhängig davon, dass jetzt auch zwei Atomkraftwerke im Süden Deutschlands auch gestreckt werden, um diesem Problem möglicherweise zu begegnen, sind doch diese Szenarien relativ optimistisch gerechnet, weil dort ausgegangen wird im pessimistischen Szenario von immer noch 50% Gasdurchfluss nach Deutschland. Sie kennen auch die Situation in Frankreich mit der Stromlage. Das heißt, wir werden auch in Deutschland voraussichtlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit über 50% Stunden erleben, wo wir in Deutschland zu wenig Strom haben. Und das heißt, es ist notwendig, dann sogenannte Stromrationierungen durchzuführen oder teilweise auch rollierende Stromabschaltungen. Da würde mich schon interessieren, welche Planungen im Ministerium dazu vorliegen und wie Sie das handhaben wollen. Vielen Dank. Frau Staatssekretärin. Ja, ich halte mich nur daran, dass Sie das Wort erteilen. Deswegen habe ich kurz gewartet. Ein Ergebnis des zweiten Stresstests ist, dass eine stundenweise krisenhafte Situation im Stromsystem im Winter 2022/23 zwar sehr unwahrscheinlich ist, aber nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Damit es aber nicht zu diesen Situationen kommt, wurden zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der Netzsicherheit empfohlen. Wie gerade von der Kollegin schon angesprochen, sind diese schon zum Teil umgesetzt oder eben in der Umsetzung. Das ist die Nutzung von Kraftwerksreserven, die Rückkehr von Kohlekraftwerken an den Strommarkt. Und weitere sind jetzt im Rahmen von NSIG 3.0 hier im parlamentarischen Verfahren. Maßnahmen zur Höherauslastung der Stromnetze, Verbesserung der Transportkapazitäten. Zusätzlich soll auch noch, und das haben Sie ja in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen, eine neue zeitlich und inhaltlich begrenzte AKW-Einsatzreserve aus den beiden südlichen Atomkraftwerken ergänzend hinzukommen. Ich habe nur eine Frage für Sie, eine Nachfrage aus Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich nehme an, ich war gemeint, weil vielleicht hat sich auch jemand anders gemeldet, aber okay. Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin, für die Beantwortung der Fragen soweit. Ich habe auch noch eine Nachfrage dahingehend, dass wir im internationalen Vergleich immer wieder hören, dass Deutschland ein sehr stabiles Stromnetz hat. Ich denke mal, viele von Ihnen haben auch schon mal eine Weile im Ausland gelebt und kennen das, dass da die Zahl der Stromausfälle doch noch mal ganz anders aussieht als hierzulande, nämlich dass wir sehr gute Netzbetreiber haben, die sehr gut im Voraus auch schon sich darauf einstellen, wie die entsprechende Energieversorgungssituation sein wird und damit alles stabil läuft. Frau Staatssekretärin, können Sie bestätigen, dass wir mit unserem Stromnetz und der Stabilität und der
Blackout-Unwahrscheinlichkeit ganz vorne mit dabei sind im internationalen Vergleich. Frau Staatssekretärin, bitte. Ja, das kann ich Ihnen bestätigen. Das Versorgungsniveau in Deutschland ist unverändert sehr hoch. Die Versorgungszuverlässigkeit bei der Stromversorgung liegt bei uns im internationalen Vergleich auf sehr hohem Niveau und hat sich in den letzten 15 Jahren sogar verbessert. Das gibt einen sogenannten System Average Interruption Duration Index, ja, furchtbarer Name, SAIDI-Index, der durch die Bundesnetzagentur durchgeführt wird und das Forum Netztechnik Netzbetrieb im VDE. Und bei diesen Auswertungen wurden keine Auffälligkeiten bzw. negativen Trends erkennbar. Das heißt, wir haben hier auch im europäischen Vergleich einen sehr guten Wert von, sage ich mal, 10,73 Minuten durchschnittliche Versorgungsunterbrechung im Jahr 2020. Das ist der bisher geringste Wert seit der ersten Veröffentlichung im Jahr 2006. Und auch bei den anderen Störmeldungen zu Spannungseinbrüchen sind keine Auffälligkeiten gegenüber Vorjahren zu erkennen. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage aus der AfD-Fraktion. Dr. Kraft, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Staatssekretärin, zusammenfassend aus Ihren Antworten gegenüber dem Kollegen Huber, gegenüber der Kollegin Verlinden, kann man sagen, dass Sie der Möglichkeit eines katastrophalen, ungeplanten Stromausfalls, einem Blackout, damit begegnen, dass Sie einfach einen Brownout, also eine geplante Abschaltung von Industriebetrieben, von Regionen und oder Stadtbezirken, verstärkt zu betrachten sehen. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Frau Staatssekretärin, bitte. Offensichtlich haben Sie entweder der Debatte nicht gefolgt oder wollten meine Aussagen nicht verstehen. Von daher ist Ihre Zusammenfassung komplett falsch. Vielen Dank. Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Frage Nummer 8 des Abgeordneten Marc Helfrich, CDU-CSU-Fraktion, betreffend Einsatz schwimmender Ölkraftwerke zur Stromerzeugung. Die Entscheidung über den Einsatz von sogenannten Kraftwerksschiffen hinsichtlich Anzahl, Zeiträumen, Standorten, Leistung und Brennstoffansatz liegt, wie übrigens im Fall jedes anderen Kraftwerkes, auch bei den jeweiligen Betreibern. Und der Einsatz von Kraftwerksschiffen ist deswegen eine unternehmerische Entscheidung der jeweiligen Marktteilnehmer. Und die emissionsschutzrechtliche Genehmigung von Kraftwerksschiffen liegt in der Zuständigkeit der Länder. Herr Helfrich, Sie haben eine Nachfrage, sehe ich. Bitte schön. Ich interpretiere jetzt Ihre Antwort so, dass die Bundesregierung sich bisher mit dem Thema nicht weiter befasst hat. Das eine wird in den Markt verwiesen, das andere Richtung Länder. Es verwundert doch sehr, in einer Zeit, wo wir über Stresstests reden und über gesicherte Leistungen, dass die Bundesregierung sich in Anbetracht der offenkundig ja angestellten Überlegungen mit dem Thema nicht weiter befasst. Mich würde interessieren, inwiefern die Möglichkeit dieser Power Barges bei den bisherigen Betrachtungen, die die Bundesregierung angestellt hat, eine Rolle gespielt hat. Und mich würde auch interessieren, auch wenn es eine Sache ist, die die Länder zu genehmigen haben, die Gesetzgebung ist ja hier in Berlin angesiedelt, nach welchen emissionsschutzrechtlichen Vorschriften solche Power Barges zu genehmigen wären und wie sich das verhält im Verhältnis zu regulären Kraftwerken. Frau Staatssekretärin, bitte. Wir haben uns natürlich weitergehend mit diesem Thema beschäftigt. Aber was richtig ist, dass wir keine Kraftwerksschiffe kontrahiert haben. Uns wurden aber 3 kurzfristig verfügbare Kraftwerksschiffe mit einer Leistung von je 450 Megawatt angeboten. Es gibt auch weitere Anbieter am Markt. Aber wie gesagt, es ist Sache der Marktteilnehmer, über Umfang, Ausgestaltung und Einsatz von Kraftwerksschiffen zu entscheiden. Aber natürlich leiten wir solche Angebote auch weiter. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage, Herr Helfrich. Frage wäre, wenn denn die privaten Aktivitäten zu einem Erfolg führten und man Sie fragen würde, an welchem Standort sollten solche Kraftwerke zum Einsatz kommen oder Powerbarges zum Einsatz kommen, um uns im Winter eine möglichst gesicherte Stromversorgung zu bringen. Welche Standorte würde die Bundesregierung hier favorisieren und welche Gaskraftwerke könnte man gegebenenfalls dadurch ersetzen? Auf die Frage nach eventuellen Standorten, auch Umfang, das hängt ja damit zusammen,
kann ich nur noch mal antworten, dass das die Aufgabe der Marktteilnehmer ist. Und natürlich werden diese Entscheidungen dann mit den Ländern auch jeweils natürlich in den Verfahren genehmigt werden müssen. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Frage Nummer 9 des Abgeordneten Dr. Michael Kaufmann, AfD-Fraktion, betreffend Zeitpunkt der Einleitung einer kartellrechtlichen Untersuchung eines möglichen Marktmachtmissbrauchs durch Mineralölkonzerne. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Das Bundeskartellamt hat bereits im April 2022 eine Untersuchung des Mineralölsektors eingeleitet und die Öffentlichkeit hierüber durch eine Pressemitteilung vom 12. April 2022 informiert. Die Sektoruntersuchung umfasst unter anderem die Analyse der Markt- und Preisentwicklungen und der Verflechtung innerhalb der Mineralölwirtschaft. Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage, Herr Kaufmann, bitte. Danke für die Antwort. Können Sie mir die Ergebnisse dieser Studie oder dieser Untersuchung nennen, bitte? Dass die AfD rechts ist, ist nicht überraschend und neu. Aber danke, dass Sie es selber noch mal bestätigen. Die Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Ich kann Ihnen darauf antworten, dass das Bundeskartellamt seine Überprüfungen durchführt und bisher unter anderem die Raffinerien hinsichtlich ihrer Kostenstrukturen befragt wurden. Vielen Dank. Sie haben eine weitere Nachfrage. Bitte schön. Daraus schließe ich, dass die Untersuchung noch läuft. Wann sind denn dann die Ergebnisse zu erwarten? Wann wird das veröffentlicht? Wir erwarten einen Zwischenbericht mit ersten Ergebnissen im Herbst. Vielen Dank. Keine weiteren Nachfragen zu diesem Thema. Dann komme ich zur Frage 10 des Abgeordneten Christian Laie, Fraktion Die Linke, betreffend Zahlung von Vertragsstrafen wegen Umlenkung von Gas in das deutsche Netz statt der Belieferung Dritter. Diese Frage wird schriftlich beantwortet. Wir kommen zur Frage Nummer 11 des Abgeordneten Dr. Klaus Wiener, CDU-CSU-Fraktion, betreffend Bemühungen der Bundesregierung zur Lieferung von Erdgas aus Israel und Zypern. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Und es wäre schön, wenn Herr Dr. Wiener sich kurz erheben würde, damit wir sehen, ob er im Saal ist. Ich sehe ihn nicht. Er ist offensichtlich nicht im Saal. Dann verfällt diese Frage. Dann kommen wir zur Frage Nummer 12 des Abgeordneten Dr. Andreas Lenz. Betreffend Entscheidungshoheit über Gaszuteilungen im Fall einer Gasmangellage. Herr Dr. Lenz ist im Raum. Und es wäre schön, wenn Sie zur Beantwortung der Frage auch aufstehen. Wir lassen die Staatssekretärin ja auch die ganze Zeit stehen. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Recht zur Antwort jetzt. Ja, herzlichen Dank, Herr Lenz, für Ihre Frage. Die Antwort ist wie folgt. Die Bundesnetzagentur übernimmt im Fall einer Gasmangellage und der Ausrufung der Notfallstufe die Funktion des sogenannten Bundeslastverteilers. Und ihr obliegt dann in enger Abstimmung mit den Netzbetreibern die Verteilung von Gas. Die Bundesnetzagentur ist durch eine Vielzahl von organisatorischen, inhaltlichen, personellen und auch praktischen Maßnahmen auf ihre Rolle als Bundeslastverteiler vorbereitet und hat dazu auch einen Krisenstab eingerichtet. Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage. Bitte schön, Herr Kollege. Die Antwort, die Nachfrage ist dergestalt, dass ja die Sicherheitsplattform Gas sogenannte Engpasszonen einrichten kann. Also das heißt, Regionen, wo dann eben entsprechende Engpässe gelten, werden diese Engpasszonen auch entsprechend veröffentlicht? Und wenn, in welcher Weise werden diese Engpasszonen veröffentlicht? Die Bundesnetzagentur ist darüber Herrin des Verfahrens und entsprechend wird sie Informationen je nach Lage der Notlage dann auch veröffentlichen. Vielen Dank. Sie haben eine weitere Nachfrage. Bitte schön. Information nach von der Bundesnetzagentur werden diese Netzengpasszonen nicht veröffentlicht. Sollte das so sein, sollte unsere Information stimmen, wie können sich denn dann Unternehmen in diesen Engpasszonen, also in Zonen, wo letzten Endes Gasengpässe bestehen, wie können sie sich dann, wenn das stimmen sollte, wo wir die Information der Bundesnetzagentur haben, wie können sie sich dann auf diese Engpässe einstellen, Ihrer Meinung nach? Ich möchte gerne wiederholen, dass wir über eine Situation sprechen, die rechtlich dann entsprechend auch die Möglichkeiten der BNetzA gibt, hier entscheiden zu können. Aber sie entscheidet dabei immer auf der Basis der verfügbaren Daten. Und
Sie wissen, dass dafür Kriterien erarbeitet wurden, die im Ernstfall herangezogen werden für ein verhältnismäßiges Vorgehen. Dabei werden unter anderem regionale Kriterien mit hinzugezogen. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Staatssekretärin. Vielleicht können Sie uns mal erläutern, welche Anstrengungen die Bundesregierung übernimmt, um den Ausbau der erneuerbaren Energien rasant zu beschleunigen und um uns unabhängig zu machen von den fossilen Energien, wie unter anderem Gas. Frau Staatssekretärin, diese Frage werden Sie nicht beantworten, weil sie sich außerhalb der Ursprungsfrage bewegt. Es geht nur um die Frage, dann muss ich uns jetzt nicht erklären, lang und breit, welche Anstrengungen unternommen werden, erneuerbare Energien zur Verfügung zu stellen. Es geht um die Frage von Gaszuteilung im Fall einer Gasmangellage. Ich lasse diese Frage nicht zu. Als nächste Frage stellt erst der Kollege Pascal Meiser, Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Staatssekretärin, habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Sie es ausdrücklich für richtig halten, dass bei einer solch wichtigen Frage, wie falls wir in eine solche Gasmangellage kommen, was wir alle hoffen, dass es nicht passiert, dass Sie diese Entscheidung, wer wie prioritär möglicherweise noch Gas bekommt oder wer nicht, alleine der Bundesnetzagentur überlassen wollen und keinerlei weitergehenden politischen Vorgaben durch die Bundesregierung oder das Parlament an dieser Stelle für notwendig erachten? Und ist das wirklich der Situation angemessen? Und sind Sie nicht der Meinung, dass da auch die Bundesnetzagentur vielleicht möglicherweise ein wenig geschützt werden muss? Man kann ja auch an Müller und anderen an dieser Stelle nicht diese schwierigen politischen Entscheidungen, für die jemand ja am Ende gerade stehen muss politisch, überlassen. Ich bin da sehr skeptisch, aber mich würde da nochmal die Auffassung der Bundesregierung interessieren. Und falls Sie weiterhin daran festhalten, können Sie ausschließen, dass Sie noch eine solche politische Vorgabe der Bundesnetzagentur in den nächsten Wochen vornehmen? Herzlichen Dank für die Nachfrage und auch danke nochmal für den Hinweis, dass wir von einer Situation reden, die sehr unwahrscheinlich ist und für die wir seit Januar alles tun, um sie zu verhindern und da ja auch ein sehr gutes Stück vorangekommen sind. Wir haben eine Gesetzeslage, die eindeutig die Verantwortlichkeiten in einer solchen Situation festlegt und nach § 1 Absatz 1 im NSIG obliegt es der Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler, die im überregionalen Interesse liegende Versorgung mit dem lebenswichtigen Bedarf an Gas in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Gasmengen zu sichern. Die BNetzA entscheidet aber immer auf der Basis der verfügbaren Daten. Und die Bundesnetzagentur ist durch eine Vielzahl von organisatorischen, inhaltlichen, personellen, praktischen Maßnahmen auf ihre Rolle auch vorbereitet. Sie hat für die Notfallstufe jeweils 65 Fachleute für Gas- und Stromkrisenstäbe zusammengezogen und geschult. Die Aufgaben der Lastverteilung können im Schichtbetrieb dauerhaft durchgeführt werden. Dies berücksichtigt auch einen gewissen Sicherheitspuffer für eventuell Corona-bedingte Ausfälle. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Eine weitere Nachfrage des Kollegen Dr. Kraft, AfD-Fraktion. Ja, danke, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin. Es ist bemerkenswert, dass eine Bundesbehörde wie die Bundesnetzagentur oder Sie als Mitglied der Regierung nicht wissen, was in einer Bundesbehörde für Pläne entwickelt werden. Das ist eigentlich Ihre Aufgabe, darüber zu wachen, dass in diesen Bundesbehörden gute Pläne entwickelt werden und dass Sie das auch hier vortragen können. Die Fragen des Kollegen Lenz und auch vom Kollegen Meiser sind durchaus berechtigt. Es wäre durchaus sinnvoll, die Pläne der Bundesnetzagentur zu veröffentlichen, damit diejenigen wissen, die als Erste bei der Gasmangellage hinten runterfallen, bei der Gasversorgung, dass sie vielleicht wissen, dass sie als primär davon betroffen sind und dass sie eventuell Vorsorge leisten könnten für den Fall, dass sie mitten im Winter hinten runterfallen bei der Gasversorgung. Finden Sie nicht auch, dass es eine wichtige Information an die Betroffenen wäre? Die Situation ist die, dass wenn es zu diesem sehr unwahrscheinlichen Szenario kommt, es nicht nur ein Szenario gibt, sondern eine Vielzahl, die je nachdem,
von den Temperaturen, den Regionen, dem Gas etc. sehr unterschiedlich ausfallen können. Deswegen ist es vorab nicht möglich, die Betroffenen entsprechend zu informieren, sondern das wird passieren, wenn diese Situation, die sehr unwahrscheinlich ist, eintritt. Und dafür ist die Bundesnetzagentur zuständig und bereitet dies sehr gewissenhaft vor. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es eigens dafür einen Krisenraum als Lagezentrum gibt, in dem die Krisenstäbe alle nötigen Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten im 24-Stunden-Betrieb vorfinden. Es hat übrigens auch eine eigene Stromerzeugung, eine eigene Wasserversorgung und steht damit selbst bei einer dramatischen Ausweitung immer zur Verfügung. Und das ist komplex und ich weiß, dass es schwer auszuhalten ist, dass wir eben nicht genau wissen, welche Regionen wie dann betroffen sein werden. Aber das ist die Komplexität, die diese Krise mit sich bringt und auf die bereiten wir uns vor. Sie wird nicht dadurch einfach, dass man es sich anders wünscht. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich lasse jetzt eine Frage noch zu aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Staatssekretärin. Wir hatten heute Klaus Müller, den Chef der Bundesnetzagentur, im Wirtschaftsausschuss. Wir haben uns über eine Stunde Zeit genommen, mit ihm zu diskutieren, die Herausforderungen. Meine Frage richtet sich auf das, was Sie im Prinzip auch schon ausgesprochen haben. Ist es nicht so, dass wir nicht eine hundertprozentige Kalkulation vornehmen können, dass das auch die Ehrlichkeit des aktuellen Rahmens gebietet, zu sagen, wir müssen uns auf Eventualitäten einstellen? Wir sind als Bundesregierung, als Parlament vorangegangen, haben enorme Einsparungen jetzt beim Bereich Energie mit den Behörden, mit der Industrie realisiert. Aber wir haben eben aus dieser Kriegssituation heraus eine Lage, die Unsicherheit weiterhin bedingt. Und es ist auch ehrlich, den Menschen zu sagen, Anstrengungen müssen weiterhin erfolgen. Auch den Betrieben zu sagen, die Preise werden absehbar nicht niedrig sein, aber hoffentlich sinken. Und dass in diesem Fall es einfach auch richtig ist, nicht nur immer über die Katastrophenszenarien zu spekulieren, sondern auch Sicherheit auf den Märkten, Sicherheit zu den Akteuren zu bringen und zu sagen, wir halten jetzt zusammen und schaffen Zusammenhalt in dieser Zeit. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Sie haben recht, dass seit Januar alles geleistet wurde. Wir haben Speicherfüllstände über 90%. Wir haben hohe Einsparmöglichkeiten. Wir haben LNG so schnell vorangebracht, wie das, glaube ich, keiner von uns erwartet hätte. Und auch ansonsten kommen wir bei dem Ausbau der Erneuerbaren voran. Partnerschaften sind aufgebaut. Und trotzdem bleibt am Ende ein gewisses Risiko, aufgrund dessen wir übrigens ja noch weitere Maßnahmen jetzt ergriffen haben. Und für den absoluten Notfall, von dem nicht auszugehen ist, sind die Vorbereitungen alle zu getroffen worden. Und trotzdem müssen wir das aushalten, dass in dieser schwierigen Situation, in der Komplexität, nicht vorher jedes Detail genau öffentlich diskutiert werden kann. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Wir kämen jetzt zur nächsten Frage der Kollegin Gitta Konnemann, CDU-CSU-Fraktion, wenn sie im Saal wäre. Ich nehme an, Herr Hoppenstedt, wir sind uns einig, dass sie sich nicht im Saal befindet. Damit wir sind uns einig. Herzlichen Dank. Damit verfällt diese Frage. Wir kommen dann zur Frage Nummer 14 des Abgeordneten Johannes Huber, fraktionslos, betrifft mögliche Senkung der Gasexportmengen. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Die Bundesregierung hat zu den Gasexporten keine Vorfestlegungen getroffen. Dies muss nach Ausrufen der Notfallstufe anhand der konkreten Situation durch den Bundeslastverteiler, darüber hatten wir es gerade, dass die Bundesnetzagentur im Einklang mit den Regelungen des Gasbinnenmarktes entschieden werden. Dabei ist aus Sicht der Bundesregierung bei den Gasexporten zu beachten, ob es sich um einen echten Gasexport durch deutsche Händler handelt oder um einen reinen Gastransit durch Deutschland. Das ist ein sehr zentraler Unterschied. Und des Weiteren nutzen auch ausländische Händler die deutschen Gasspeicher, um Gas für ihre Kunden einzuspeichern. Vielen Dank, Herr Kollege Huber. Sie haben eine Nachfrage. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe eine Nachfrage. Vielen Dank für die Beantwortung der ersten Frage. Hintergrund war ja, dass nach den aktuellen Berechnungen ca. 30-35% an Gasexporten eingespart werden müssten, um eine Gasmangellage noch zu verhindern in diesem Winter. Vorhin ging es auch um die Abkommen über solidarische Gaslieferungen mit Österreich und Dänemark vorweg. Jetzt ist es so, dass in Österreich die Gasspeicher noch schlechter gefüllt sind oder schlechter gefüllt sind als in Deutschland. Und meine Frage wäre aufgrund dessen,
wie das zu verstehen ist, ob dann in einer Gasmangellage in Österreich oder auch in Dänemark die dortigen geschützten Kunden, also Haushalte, soziale Einrichtungen, Fernwärmeanlagen, ob die in Österreich und in Dänemark dann vorrangig mit Gas versorgt werden vor der deutschen Industrie. Zur Beantwortung dieser Frage empfehle ich Ihnen auch mal, sich die europäische Verordnung dazu anzuschauen. Ich möchte gerne übrigens noch ergänzen, weil das auch wichtig ist, dass wir in Europa nicht nur solidarisch sind mit Blick auf das Gas, sondern auch solidarisch sind mit Blick auf Gaseinsparungen. Das ist nämlich ein wichtiger Teil. Darauf wurde sich im Juli, am 26. Juli in Brüssel geeinigt. Alle Mitgliedstaaten außer Ungarn hatten damals der Verordnung zugestimmt. Und das Mindesteinsparziel sind 15% ihres Gasverbrauchs und verpflichtet alle Mitgliedstaaten zu Einsparungen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir eben nicht nur in Europa solidarisch sind beim Verteilen, sondern auch beim Sparen. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Sie haben eine weitere Nachfrage, Huber. Bitte. Ja, ich habe eine weitere Nachfrage. Und zwar ist der Hintergrund der folgende, dass die Industrie ja schon alles tut, Gas einzusparen. Die Industrie hat es geschafft, bis zu 20% einzusparen. Das ist im Winter möglicherweise nicht mehr möglich, außer die Industrie geht zugrunde. Und in dem Zusammenhang mit den internationalen Gasflüssen hängt das ja zusammen, hat Ihr Kollege Michael Kellner in der letzten Fragestunde letzte Woche davon gesprochen, Zitat, wir werden auch den Wirtschaftskrieg gewinnen. Auch Robert Habeck, Ihr Minister, hat gestern Abend vom BDI das Wort Wirtschaftskrieg in den Mund genommen. Aus meiner Sicht wäre es viel effizienter und auch zielführender, wenn man besonders jetzt in dieser Situation mit auch renitenten Russen Kontakt aufnimmt, sich mit diesen Leuten auch vernetzt, als jetzt ohne das deutsche Volk zu fragen, mit Russland einen Wirtschaftskrieg sich darin zu befinden. Aber sei es drum, die Kriterien würden mich aber schon interessieren. Wenn Sie das Wort im Ministerium schon benennen, also Wirtschaftskrieg, welche Kriterien müssen dann für Sie als Wirtschaftsministerium erfüllt sein, damit dieser Wirtschaftskrieg irgendwann als gewonnen oder als verloren angesehen werden kann? Und welche Mittel setzen Sie ein? Also ganz konkret, wie viele Obdachlose, wie viele Arbeitslose und auch wie viele Tote in Deutschland nehmen Sie in Kauf, um diesen Wirtschaftskrieg zu gewinnen? Frau Staatssekretärin, bitte. Ich möchte kurz darauf hinweisen, warum wir aktuell in Europa in einer schwierigen Situation sind. Wladimir Putin hat sich dazu entschlossen gehabt, einen beispiellosen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu führen, den er mit aller Vehemenz und Grausamkeit weiter fortführt. Im Rahmen dessen sind wir als Europäer alle davon betroffen, aber kein Land so stark natürlich wie die Ukraine. Wir haben eine Situation, in der die Europäische Union mit Blick auf den Gasbereich keine Sanktionen verhängt hat, aber von russischer Seite die bestehenden Verträge nicht eingehalten werden und kein Gas über Nord Stream 1 nach Europa kommt. Das ist der Einsatz von Pipeline-Gas als Waffe gegen uns, unsere Volkswirtschaften, gegen unsere Verbraucherinnen und Verbraucher. Und dagegen werden wir als Bundesregierung zusammen mit ihm als Bundestag und dank auch vieler Unternehmerinnen und Unternehmer, die diese Ernsthaftigkeit anerkannt haben, die einsparen, viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die das Gleiche tun, alles entgegensetzen, um hier gut gemeinsam durchzukommen. Das ist unsere Verantwortung, unser Beitrag. Und ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, dass wir auch daran arbeiten, noch weitere Schritte voranzubringen, um gemeinsam gut durch diesen Winter zu kommen. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Es gibt eine Nachfrage von Herrn Dr. Kraft, AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin. Ich möchte kurz noch auf die in der Originalfrage vom Kollegen Huber angesprochenen LNG-Terminals kommen, von denen zwei ja im Winter laufen sollen, vielleicht sogar drei. Die Frage ist, wie viele Kontrakte haben Sie, wie viel Kubikmeter Flüssiggas LNG haben Sie bereits fest in Ihre Rechnungen für die Gasversorgung im Winter eingeplant? Das heißt, mit wie vielen Tankern können wir rechnen im Winter, sagen wir, bis Ende März? Wir haben die Terminals mit auf den Weg gebracht. Auch hier gilt übrigens wie bei dem anderen Punkt auch, dass die Beschaffung einzelner der Containerschiffe in der Hand unserer Unternehmen ist und entsprechend
die Lieferungen nach Deutschland dann auch möglich sein werden. Sie wissen, dass wir dafür natürlich sehr auf unsere Partner angewiesen sind und sind auch dankbar dafür, dass in dieser schwierigen Situation unsere internationalen Partner hier mit uns zusammenarbeiten. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Keine weitere Nachfrage. Bitte, eine Nachfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Staatssekretärin, wir haben uns heute Vormittag im Ausschuss sehr davon überzeugen können, wie gut die Bundesnetzagentur vorbereitet ist, wie detailliert, wie regional auch runtergebrochen die Vorbereitungen gelaufen sind, wie bei kleineren Unternehmen auch die Netzbetreiber im engen Kontakt mit den Unternehmen stehen. Wir nehmen gleichzeitig wahr, dass die Unternehmen in der Region sehr, sehr viel im Bereich erneuerbarer Energien tun. Selbst bei mir in Sachsen auf einmal mehr als ein Windrad pro Jahr entstanden sind, weil Menschen erkennen und Unternehmen erkennen, wie wichtig und wie essentiell es ist. Gehe ich richtig in der Annahme, dass auch die Senkung der Gasexportmengen auch davon ein Stück weit mitgestützt wird, dass jetzt wirklich auch eben nachhaltige, wirklich wirksame, auch dauerhaft den Gasimport stützende Maßnahmen erfolgreich sein werden, ein Bestandteil davon. Danke. Auf jeden Fall. Jedes weitere Windrad hilft uns aus dieser schwierigen Situation heraus. Und ich möchte, wenn Sie mir das erlauben, noch kurz erwähnen, dass jetzt zum 1. Oktober 2022 das neue Load Reduction Produkt, das ist ein Regelenergieprodukt für Industrieverbraucher, auch eingeführt ist. Und das dient auch dazu, dass in einer Engpasssituation so lange wie möglich die Effizienz des Marktes zur Verteilung des Gases genutzt werden kann und einen Engpass durch die Reduzierung des industriellen Verbrauchs auch noch weiter zu beheben. Das fängt jetzt zum 1. Oktober an. Das hatte der marktgebietsverantwortliche Trading Europe am 7.9. schon in die auch finale Produktbeschreibung auf den Weg gebracht. Das heißt, das läuft, das kann jetzt auch genutzt werden. Das ist ein weiterer möglicher Beitrag. All diese Beiträge sind wesentlich hilfreicher als die Reisen von Abgeordneten zu Fake-Referenten. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Damit kommen wir zur Frage Nummer 15 des Abgeordneten Johannes Huwe, fraktionslos betreffend Zeitpunkt der Ausrufung der Gasnotfallstufe 3. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Ich möchte erstmals richtigstellen, dass die Bundesnetzagentur keine Gasmangellage ab Dezember 2022 prognostiziert. Den am 3. August 2022 veröffentlichten Gasszenarien der Bundesnetzagentur liegen unterschiedliche Annahmen zugrunde. Und mittlerweile haben sich die Gasspeicher in Deutschland, das haben Sie mitbekommen, erfreulicherweise stark befüllt. Wir liegen bereits jetzt bei über 90% Einspeicherung. Und neben den gestiegenen Gasimporten aus Norwegen, aus den Niederlanden, aus Belgien und den Gaseinsparanstrengungen wird zum Jahreswechsel auch die erste LNG-Anladeinfrastruktur in Deutschland in Betrieb gehen. Die Ausrufung der Notfallstufe Gas lässt sich daher nicht prognostizieren, weder ob es dazu kommt noch wann. Aber wir können Ihnen bestätigen, dass sie sehr unwahrscheinlich ist. Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage, Herr Kollege Huber, bitte. Ja, vielen Dank. Jetzt ist es so, dass die Gasspeicher, wenn sie gefüllt sind, wonach es in Deutschland ja relativ gut aussieht, 2 bis 3 Monate halten, um den Gasverbrauch letztendlich zu gewährleisten in Deutschland. Die Heizsaison dauert aber 6 bis 7 Monate, sodass sich jeder, der bis 7 zählen kann, auch die Differenz abrechnen kann, wie viele Monate überbrückt werden müssen. Also ist eine Gasmangellage sehr wahrscheinlich. Und in dieser Gasmangellage ist es ja so, dass die Bundesnetzagentur und auch ihr Wirtschaftsministerium immer noch davon ausgeht, dass auch in einer Gasmangellage dann immer noch Gas verstromt werden muss. Und von daher ist diese Gasmangel nicht nur wahrscheinlich, sondern auch verheerend. Und da möchte ich Sie schon noch mal fragen, was Sie dann, wenn Gas rationiert werden muss, vor allem in den Industrieunternehmen, Leute dann arbeitslos werden, weil sie immer noch Gas verstromen, was Sie diesen Beschäftigten sagen, die dann arbeitslos geworden sind. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Erstmal möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie anerkennen, wie beeindruckend es uns gelungen ist, die Gasspeicherstände auf so ein hohes Niveau zu bringen. Das freut mich, dass das anerkannt wird. Vielen Dank. War das die Antwort? Ja. Gut, dann haben Sie eine weitere Nachfrage, Herr Kollege Huber. Also ich habe Kollege Huber ist dran. Ja, vielen Dank. Also nach der Antwort habe ich noch viele Nachfragen, aber ich beschränke mich auf eine.
Und zwar haben Sie auch in der Frage vom Herrn Lenz, aber auch in den Nachfragen vom Herrn Kraft schon angedeutet, was denn passiert in diesen Szenarien, wenn Gas rationiert werden muss. Die Gasnotfallstufe, die Nummer 3, sieht dann folgendermaßen aus nach Ihren Planungen, die man nachlesen kann, dass dann die ca. 2500 größten deutschen Industrieunternehmen, vor allem die energieintensiven Betriebe, Daten an ihre Bundesnetzagentur melden müssen, wie die Kosten einer Gasunterbrechung, wie soziale Relevanz der Produkte und auch wie viel Gas noch in den Unternehmen vorhanden ist. Unabhängig davon, dass dann die Unternehmen bestraft werden, die äußerst sparsam mit Gas umgehen, möchte ich ja auf die soziale Relevanz zu sprechen kommen. Welche Produkte industriell gefertigt in Deutschland sehen Sie als höchst sozial relevant an und welche am geringsten sozial relevant? Ich möchte gerne noch einmal darauf hinweisen, dass wir einerseits die, danke, dass Sie es für mich sagen, dass die Speicher. Herr Brandner, lassen Sie die Staatssekretärin antworten, bitte. Wissen Sie, ich bin wirklich stolz darauf, dass ich in der Demokratie lebe und ich werde Sie verteidigen gegen Ihre Angriffe bis aufs Letzte. Aber wenn Sie die Antwort auf die Frage interessiert, gebe ich sie Ihnen gerne. Sie haben darauf noch mal nachgefragt, nach welchen Kriterien die Bundesnetzagentur entscheidet. Die sind gesetzlich festgelegt. Wir haben in der Zwischenzeit durch die Bundesnetzagentur sehr viele Vorbereitungen getroffen. Es ist leider nicht möglich, regional das genau vorherzusehen, aber es werden überall in allen Regionen die Gespräche zur Vorbereitung geführt. Und zusätzlich, das möchte ich hier noch mal betonen, werden wir die schwimmenden LNG-Terminals bei uns haben, die uns ab 2023 auch hier natürlich helfen, aus dieser schwierigen Situation herauszukommen. Und ich bin deswegen zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen. Das ist unsere Aufgabe. Und entsprechend hat sich die Bundesnetzagentur sehr gut vorbereitet. Im Ausschuss wurde es heute auch entsprechend noch mal dargelegt. Und wir halten uns dabei auch an die europarechtlichen und unsere nationalstaatlichen Vorgaben, wie in dieser Gasmangellage, wenn sie eintreffen sollte, gehandelt wird. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich lasse eine letzte Nachfrage von Herrn Dr. Kraft zu, und dann ist hier Fragestunde beendet. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Staatssekretärin, ich wundere mich, ob Ihre Sicherheit, Sie haben ja gerade in der Antwort auf meine letzte Frage hier gesagt, dass Sie überhaupt nicht wissen, wie viele private Gastanker an diesen LNG-Terminals anlanden werden, weil das gar nicht Ihre Aufgabe ist. Jetzt verlassen Sie sich darauf, dass da viele, viele kommen werden, um damit die Gasmangellage nicht eintritt, was Sie ja eben als sehr unwahrscheinlich betrachtet haben. Also woher nehmen Sie die Gewissheit, dass diese vielen, vielen LNG-Tanker kommen werden, konträr zur aktuellen Marktsituation für LNG-Gas auf den Weltmärkten, und regiert einfach im BMWK nur noch das Prinzip Hoffnung? Frau Staatssekretärin, Sie können antworten. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir schon aktuell kein Gas über Nord Stream 1 bekommen. Unsere Unternehmen aber mit aller Unterstützung, die wir haben, trotzdem die Gasversorgung sicherstellen, dass wir zusätzlich zu der aktuell ja schon weiterlaufenden Gasversorgung die Speicher voll haben, dass wir ab Januar die LNG-Terminals so weit ready haben, dass die Schiffe, die ja jetzt schon auf dem Weg zu uns sind, auch anlanden können. Und die Schiffe, die werden durch die Marktteilnehmer geordert. Wir leben in einer freien Marktwirtschaft, wo die Unternehmen in der Lage sind, dies zu machen. Und wenn sie dabei finanzielle Schwierigkeiten haben, dann sind wir bei der Frage, wie der Staat sie dabei finanziell unterstützt. Das war der ganze erste Teil dieser Fragestunde. Das ist die Verantwortung, der wir uns stellen. Aber nicht, dass wir jetzt jedes einzelne Schiff beordern. Das machen zum Glück unsere Unternehmen, und dabei unterstützen wir sie. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Damit ist die Fragestunde beendet. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für das Ausführungsvermögen und bei den anderen Staatssekretären dafür, dass Sie jetzt gewartet haben und nicht mehr zum Zuge kommen. Der Übung folgend werden die bisher nicht behandelten Fragen schriftlich beantwortet. Ich rufe auf die